Artikelnummer SCP-196, Objektklasse Euclid/Keter, Sonderverwahrungsverfahren. SCP-196 muss in völliger Unkenntnis über den Grund seiner Festnahme verwahrt werden. Das Subjekt ist in einer 2-Raumzelle innerhalb von Standort 17 zu verwahren. Diese Zelle ist mit allem, was SCP-196 verlangt, auszustatten, solange der Antrag keine offensichtliche, wahrscheinlich tödliche Verwendung erkennen lässt und nicht gegen eine SCP-Prozedur verstößt. Das Subjekt muss mit mindestens einem Mitglied des Level 2 Sicherheitspersonals des Standorts zusammenleben, welches ausschließlich mit nicht-letalen Waffen ausgestattet sein darf. Das Subjekt darf sich frei durch die Anlage bewegen, sofern es mindestens von einem Mitglied des Standort 17 Sicherheitspersonals begleitet wird. Es ist zu beachten, dass allen Mitarbeitern unterhalb Level 3 mitgeteilt wurde, dass das Subjekt als sicher klassifiziert wurde. SCP-196 hat sich bereit erklärt, eine Fußfessel zur Satellitenverfolgung zu tragen. Ihm wurde mitgeteilt, dass das Entfernen dieser Fußfessel zu seinem Tod führen würde, was jedoch nicht der Fall ist. SCP-196 zeigt keine außergewöhnlichen physischen Fähigkeiten, sodass die Wahrscheinlichkeit einer Flucht vernachlässigbar gering ist. Beschreibung: Bei SCP-196 scheint es sich um einen Mann mittleren Alters zu handeln, welcher knapp 2 Meter groß und afroamerikanischer Abstammung ist. Er behauptet, 47 Jahre alt zu sein. Das Subjekt besitzt schwarze Haare und braune Augen. Es gibt keine anormalen körperlichen Merkmale. Subjekt besitzt alle Grundbedürfnisse eines normalen Menschen. Sein IQ beträgt 109 und liegt damit weit innerhalb normaler Parameter. Die psychologische Untersuchung des Subjekts ergab, dass er in Bezug auf das Sicherheitspersonal der Foundation an Institutionalisierung und am Stockholm-Syndrom leidet. SCP-196 zeigt keine Euclid-artigen oder anderen abnormen Fähigkeiten. Anmerkung: Ich habe das gesamte Testarsenal durchexerziert und die Ergebnisse sagen, dass der Typ normal ist. Dr. Anhang 196-01. Diejenigen mit Sicherheitsfreigabestufe 4 sollten Dokument Nummer 196-01 für Informationen über die Herkunft von SCP-196 und seine Keter-Klassifizierung einsehen. Sicherheitsfreigabestufe 4 erforderlich. Angemessene Sicherheitsüberprüfung. Zugang autorisiert. Dokument Nummer 196-01. SCP-196 erschien am 2000 innerhalb von Standort. SCP-196 behauptete, er wurde 2010 durch das Standard-D-Klasse-Rekrutierungsverfahren für Experimente mit SCP rekrutiert. Das Subjekt behauptet auch, dass sein jüngeres Ich derzeit an einem anderen Ort in lebt. Genetische Identifizierungsprüfungen bestätigten, dass SCP-196 in der Vergangenheit bei einem Vorfall in Standort 17 am 1960 Kontakt mit Sicherheitspersonal der Foundation hatte. Bei diesem Vorfall war SCP-196 jedoch wesentlich älter und wurde von besagtem Sicherheitspersonal bei einem Einbruch in diese Einrichtung getötet. Zu dieser Zeit stufte die Foundation SCP-196 nur als einzelnen menschlichen Angreifer ein. Es wurden allerdings mehrere gewöhnliche Waffen sowie SCP in seinem Besitz gefunden. Während ein derartiges Euclid-Klasse-Ereignis normalerweise dazu führen würde, dass das besagte Individuum terminiert wird, um jegliches Potenzial für ein katastrophales Paradoxon zu verhindern, ist das zukünftige Selbst von SCP-196 bereits tot. Das bedeutet, dass ein vorzeitiger Tod stattdessen dazu führen würde, dass ein katastrophales Paradoxon diese Kontinuität beschädigen oder zerstören könnte. SCP-196 muss am Leben gehalten werden, bis er sich entschließt und es ihm gelingt, aus eigenem Antrieb zu fliehen und irgendwie in der Zeit zurückzureisen, um seinen eigenen Tod zu erleben, während er SCP bei sich trägt. Beachten Sie, dass SCP-196 wegen des Potenzials für Paradoxe weit von seinem jüngeren Selbst in ferngehalten werden muss. Zusätzlich muss ein verdecktes Beobachtungsteam permanent das jüngere Ich von SCP-196 im Auge behalten, um sein Leben zu schützen. Diesem Team ist es unter normalen Umständen nicht gestattet einzugreifen. Wenn man nicht zulässt, dass sich die Zeitlinie auf natürliche Weise entfaltet, könnte diese Kontinuität beschädigt oder zerstört werden. Aus diesen Gründen muss SCP-196, obwohl es ansonsten banal ist, sorgfältig überwacht werden und wurde daher als Objekt der Euklid-/Keter-Klasse klassifiziert.